Du wirst nun nie mehr allein sein. Wir werden immer bei dir sein. Wenn weitere Lebewesen auferstehen, werden sie dir zu Hilfe sein. Vor dir liegt das einstige Paradies der Vögel. Die Vögel hoffen auch auf deine Hilfe. Wenn man das mal so in echten Dimensionen sieht, wie er hier über die Welt drüber fährt, entweder verdammt schnell und gut zu Fuß. Sanktum. Nett, dass du vorbeikommst. Okay, der hat nur Gemüse. Komm mal Magier. Uhu, Flora-Zauber. Wird ein Flammenmeer. Da kommt doch dann gleich der Pyro hoch und dann nehmen wir noch zwei von den Heilzaubern mit und dann sind uns auch schon die Kristalle rausgegangen. Welch eine Tragik, Ark. Einst war dieses Land ein Vogelparadies. Hörst du sie? Die Schreie der Vögel vom Trauerfelsen im Norden des Landes. Jemand hat ihnen die Lebensquelle geraubt. Seit Jahren warte ich auf ihre Rückkehr. Greencliff. Da ist aber jemand tanky. Au! Mich wird nicht geschossen. Na, also, was zur Hölle? Funktioniert auf jeden Fall schon mal wesentlich besser als die Stichattacke. Oh oh. Au. Au. Lass das. Greencliff. Okay. Frei nach dem Motto, hier ist alles aus Stein. Benutze Smash-Angriffe. Keine Piekser. Was? Malschläge tun gar nicht erst weh. Okay, da oben gibt es eine Kiste, die holen wir uns natürlich zuvor. Kraftelixier, damit sie auch morgen noch kraftvoll zuschlagen können. Batsch.
Stand. Stärke steigt um 1. Oh, hätte aber 5 sein können. 1. Und überall kannst du runterspringen, ob es eine Kilometer tiefe Klippe ist, aber hier nicht. Boah! Hier auch nicht. Boah! Bäh. Ich glaube, das hier war auch ein Abschnitt, wo ich mich nie großartig Okay, warum hat der Piekser dem jetzt auf einmal so viel wehgetan? Abschnitt, wo ich mich nie großartig drum geschert habe, die Viecher zu killen. Gespannt. Wir spielen ja auf jeden Fall noch die Vorgänger. Also Soul Blazer, Illusion of Time, wahrscheinlich das nächste sein, was ich hier nach dem angehe. Da wird aber alles ein wenig spezieller. Weil ich das gerne unbedingt vertonen möchte. Die Hauptcharaktere zumindest. Ernsthaft. Gut, die Piekser sind entweder wieder oder doch effektiv. Ich verstehe es nicht. Egal. Lasst sie uns töten. Alles weg. Da können wir wohl noch nicht hoch. Au. Welche Viecher, ey. Buh. Ja, das ist eigentlich die beste Attacke, die man so machen kann. Die Rennen-Stampfattacke, also die hier, wo er zwar dann hier ein Combo draus fahren kann, weil er direkt hinterher weiter rennen kann, um zu pieksen. Granitspeer. Ja. Zerschmettert auch massive Felsen. Boom. Nur Felsen, wo Dynamit drin ist. Boom! Ich bin doch gesprungen! Wow! Spüre meine Rache! Revenga! Damals hätte ich nicht so viele Heilkräuter gefressen wie hier. Wie jetzt. Nerv nicht. Don't make me happy head, but today.
meine auch damals, dass dieser Weg hier rum, dass ich gerade wegen diesen beiden Brechern hier nicht gedacht hätte, dass man da langlaufen kann. Und ich den Weg dahin zum Granitspeer nicht gefunden hatte. Was war das denn? Hat er gerade Federn gelassen, weil ich ihn getroffen habe? Ziemlich bitter hier, wenn du so runterkommst und dann direkt dieser Geobuster landet. Nein, kein Heilwasser. Schade. Schade. Hallerö, junger Mann. Heißt das nicht Hollerö? Jedenfalls, grüß dich, Zwiebel. Na, alles klar. Ja, junger Mann gilt aber auch nur noch bis nächsten Dienstag. Dann wäre die 36, also. Mann, Zwiebel, bei dir alles im Lot. Was macht die Streamkunst? Mich kann man jetzt endlich abonnieren. Huh. Ein kleiner neuer Meilenstein. Na! Vor allem von hier vorne kann man hochhüpfen. Aber seitlich über die gleiche Höhe. Was seid ihr denn? Karatewürmer. Was zur Hölle? Aber man muss halt auf jeden Fall sagen, was Nintendo raucht, scheint verdammt gutes Zeug zu sein. Hallo, Feierabend. Warum habe ich nur das Gefühl, ich hätte dort abbiegen müssen? Oh, ich hasse Gegner, die... Ach, du streamst bei YouTube. Deswegen hatte ich mich gewundert, dass ich auch keinen Push von dir bekommen habe, dass du streamst. Ich muss sagen, ich stream lieber auf Twitch als auf YouTube. Weil Twitch finde ich persönlich wesentlich angenehmer. Eine kleine Heilknolle. Yay! So, wo falle ich jetzt daneben, wo ich... Naja, es gibt keinen anderen Weg. Ist das der Ausgang? Nein, ist es nicht. Oder kamen wir hierher? Nein. Ha. Wir sind woanders! Krumms! Klar, wenn man dran steht, kommen sie nicht raus, die feigen Säcke. Wow, das hat geklatscht. Was steht bei dir momentan auf der Streamliste, Zwiebel? So,
Aber YouTube bin ich auch ein bisschen pissig, weil bei einer meiner Bands wurde ein YouTube-Claim draufgesetzt und alle Videos, wo Musik von der Band drin war, wurden monetarisiert, obwohl die, die das gemacht haben, keine Rechte an der Musik von der Band hatte. Auch eine schöne Sache. Mich regt mich voll auf, dass geht's der Stream gerade Breath of Fire 3. Sei mir nicht böse, ich verstehe gerade gar nicht, was du meinst. Regt mich voll auf, dass gezählt der Stream gerade Breath of Fire 3. Ach so, der alles klar. Was denn für ein Gezeter denn auf YouTube? Wegen Monetarisierung oder was meinst du? Du gerochen, dass er noch ein Kristall ist. Mich deucht, die Frikadellen fallen runter. Ach, doch nicht. Er stampft wahrscheinlich. Na ja, gut, daher ich persönlich nicht monetarisiere, ist mir das so gesehen relativ egal. Die einzige Werbung, die bei mir auf dem Kanal ist, ist die Nintendo halt auf Nintendo-Spiele schaltet. Aber Nintendo, muss ich persönlich sagen, ist mir das egal. Ich sag mal, bei anderen Spieleherstellern wundert es mich, dass halt zum Beispiel EA oder Ubisoft nicht ankommt. Aber bei Nintendo weiß ich, dass die Kohle gut angelegt ist. Etwas schimmert im Gestrüpp. Arger Held. Greifenklaue. Okay. Ah, jetzt kann man klettern. Alter, ernsthaft? Wie das Vieh ausweicht. Am Freitag bin ich weg. Bei YouTube meinst du weg. Ich persönlich bin dann auch mal gespannt, wie das bei mir mit der Musik weitergeht und so weiter. Weil man hat halt leider keine Alternativplattform dafür. Du musst halt auf YouTube gehen, ob du halt möchtest oder nicht. Und anders kannst du ja komplett vergessen, Reichweite zu generieren. Und die brauchen einfach mal einen saftigen Widersacher, finde ich. Vidme ist ja leider kaputt gegangen. Obwohl es mich da auch extrem gestört hat. Ja, kein Video darf länger als 30 Minuten sein. Das ist schön, wenn du einen 5-Stunden-Stream hast. Klar darf ich Musik machen, wenn ich die Rechte benutzen darf von den Bands. Klar darf ich Musik machen. Das lasse ich mir unterschreiben von den Bands, so ist es nicht. Ich darf ja die Musik von denen benutzen. Und daher die meisten im Underground sind, sind die nicht mal bei der GEMA oder sonst irgendwas. Und die GEMA kann sich halt auch, ganz hart gesagt, mal den Finger in den Allerwertesten stecken. Weil wenn man die Band die Nutzung erlaubt, und ich, wie gesagt, ich schalte ja keine Werbung oder sonst irgendwas, dann sollen die sich mal wagen, mir darauf Werbung zu schalten, die...